Wieder alles gut. Ein Sammelsurium der Scheußlichkeiten. Ich bin ja froh, wenn ich überhaupt noch irgendwo eingeladen werde, so wie heute Abend in diese wunderbare Runde. Also erstmal ein herzliches Dankeschön dafür, für die Einladung zum heutigen Abend. Es freut mich ganz besonders, in Kreisverbänden unterwegs sein zu können, wie gestern übrigens auch in Pforzheim in Baden-Württemberg, wo man sieht, da rührt sich noch was und da wird noch zusammen gefeiert, getrunken, gegessen und sich auch unterhalten. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen in den vergangenen Jahren. Und es freut mich, das also auch hier heute Abend zu sehen. Ich glaube, die Stimmung ist ganz hervorragend. Deswegen dafür schon mal ein herzliches Dankeschön, ich glaube, von der gesamten Runde. Ein herzliches Dankeschön auch an die Wirtsfamilie bzw. die Wirtsleute, die uns heute Abend hier so wunderbar bewirtet haben und hoffentlich auch noch ein bisschen bewirten werdet. Insofern freue ich mich, dass ihr wieder in Bayern bin. Prost erst einmal. Es hat in gewisser Weise den Charakter der Collatio ad mensam, der Tischlesung, wie man sie in der benediktinischen Regel zum Beispiel hatte. Das ist nicht unbedingt normal, aber es freut mich dann doch. Sie kennen es vielleicht auch von kubanischen Zigarrendrehern, die auch noch vorne was von Fidel Castro vorgelesen bekommen, während sie gerade bei der Arbeit sind. Insofern lassen Sie sich bitte nicht stören von mir. Das freut mich ganz besonders, jetzt eben auch zu Ihnen sprechen zu können und vielleicht auch den Abschluss des heutigen Abends ein bisschen mitzugestalten mit Ihnen. Tischgebet bzw. Tischlesung, benediktinische Regel, da sind wir auch genau in der Thematik drin, denn es ist ja quasi fast religiös, wenn wir uns heutzutage anschauen, was in Brüssel passiert. Sie haben ja vielleicht auch, wir sind ja in der AfD, viele Leute haben Karl Schmidt gelesen und sagen dann auch immer, ja, es ist eben so, dass die Religion, insbesondere natürlich auch bei uns in Bayern, der Katholizismus an Bedeutung verloren hat und diese Lücke, dieses Vakuum gefüllt werden musste durch neue Religionen, durch Ersatzreligionen, durch falsche Propheten, durch neue Heilsversprechungen. Und nirgends besser kommt das zusammen als in Brüssel. In Brüssel, das vergleiche ich ja immer ganz gerne mit dem Auge Mordors, das kennen Sie vielleicht aus dem Herrn der Ringe, wo die fiese Hexe in diesem Fall, nicht der fiese Zauberer, sondern die fiese Hexe Ursula von der Leyen sitzt. Es ist tatsächlich auch so, wenn wir uns anschauen, wie damals Greta Thunberg verehrt worden ist, als sie, ich weiß gar nicht mehr wann es war, 2018, 19 muss es gewesen sein, als sie nach Straßburg kam, Straßburg komme ich übrigens jetzt gerade auch, als sie nach Straßburg kam und hat Ursula von der Leyen und der Kollege Weber von meinem Nachbarwahlkreis aus Kelheim auch brav angesessen sind, also die haben sich gar nicht mehr hingestellt vorne in langer Reihe, sondern die hatten eine ganze Sitzreihe, wo sie gesessen sind und darauf gewartet haben, dass die heilige Greta endlich ihr Foto mit ihr schießen würde. Ist dann auch passiert und Sie wissen auch genau, in welchem Kontext das Ganze zu sehen ist, denn das Aufkommen dieser neuen Heiligen, dieser falschen Prophetin, der heiligen Greta von Thunberg, das hat genau zu dem geführt, was auch vorhin mein Kollege Ingo Hahn schon gesagt hat, das war genau dieser Klimawahn, der uns heute gängelt. Ich sage nur aus Brüssel, Fit for 55 zum Beispiel oder auch bei mir im Industrieausschuss, ich bin Mitglied des Industrieausschusses, der sogenannte Green Deal. Und wenn wir jetzt weitergehen, übrigens herzliche Grüße, die sind auch nicht begrüßt worden vorhin an meinen KV Ingolstadt, das soll ich nochmal explizit erwähnen, der KV Ingolstadt ist ja ganz besonders wichtig bei mir zu Hause. Wir haben ja einen Arbeitgeber mit Audi, der über 35.000 Arbeitsplätze bei uns in der Region stellt und diese Arbeitsplätze aber nicht nur bei sich selber stellt, sondern natürlich an der entsprechenden Zulieferkette. Hier haben wir sogenannte Hidden Champions dabei zum Beispiel. Firmen also, die sich engagieren im Bereich Motorendichtungen, ja ganz viele kleine spezialisierte Betriebe, die direkt oder indirekt mit der Verbrennertechnologie zusammenhängen. Und ich möchte eines nur sagen, in diesem ganzen Kontext, ich fahre im Monat gute 4.500, ich laufe nicht nur viel, lieber Florian, ich fahre auch viel, gute 4.500 Kilometer im Monat. Das wäre mir mit der Elektrotechnologie überhaupt nicht möglich. So viele Tage hätte der Monat gar nicht, dass ich mir ein Batterieauto zulegen könnte. Ich bin froh über meinen Diesel, wie er da gerade draußen steht. Und ich bin noch froh, ich habe übrigens eine, das freut mich ganz besonders, jetzt wo es so kalt ist, ich habe nicht eine Standheizung im Auto, die kann ich vorher anschmeißen und dann riecht es schön nach Diesel. Da denke ich mir immer, diese Elektrofahrer, die haben dieses Privileg halt nicht. Ja? Wenn die ihr Wagen heizen müssen, auch im Stau, dann wird es halt sehr schnell einmal sehr, sehr eng. Aber zurück zum Thema. Für uns am Standort Ingolstadt, da geht es um was? Da geht es nicht nur um eine Firma, da geht es nicht um die Firma Audi, da geht es um eine gesamte Region. Wenn Audi hustet, dann bekommt die Region eine Lungenentzündung. So haben wir früher mal in der Schule gelernt. Davon redet heutzutage keiner mehr. Ich erinnere mich, 2019 sind wir von den Werkstoren vor Audi gestanden und wir haben die Belegschaft darauf hingewiesen, zum Schichtwechsel
dass ungefähr 200 bis 400.000 Arbeitsplätze in ganz Deutschland auf dem Spiel stünden, wenn wir denn jetzt auf Batterietechnologien umstellen würden, weg von den Verbrennertechnologien, die uns Jahre und Jahrzehnte groß und stark auf dem Weltmarkt gemacht haben und uns doch für ganz beträchtliche Einkommen und viele, viele Facharbeiterplätze gesorgt haben. Als wir damals gestanden sind vor der Werkstatt Nummer 4 in Ingolstadt, da ist die Belegschaft an uns vorbeigegangen und hat gesagt, ja, ja, ihr von der AfD, ihr Deppen, ihr werdet schon sehen, das wird schon alles funktionieren. Audi kümmert sich. Das wird schon alles gut werden. Vor zwei Wochen habe ich gelesen, man plant oder man spielt zumindest mit dem Gedanken, Ingolstadt in ein Entwicklungszentrum umzufunktionieren und die Fertigung von dort wegzuverlagern. Da frage ich mich, wer lacht denn jetzt noch? Diese Belegschaft von damals, von 2019, die lacht sicherlich nicht mehr. Und wenn wir uns verlachen lassen, egal ob in Berlin, in München, in den Kreistagen oder wie bei uns in Brüssel, dann nehme ich das gerne hin. Denn wir sind diejenigen, die am Schluss noch lachen, auch wenn den anderen das Lachen vergeht. Wir sind diejenigen, die immer die Wahrheit gesagt haben und diejenigen, die immer den Finger in die Wunde gelegt haben und schon zu Zeiten, als es sehr, sehr unbequem war, gesagt haben, nein, es wird schlimmer kommen, als ihr denkt. Ihr könnt euch eben nicht auf das verlassen, was von oben kommt, sei es von der Audi-Werksleitung, die damals natürlich gelockt waren, von den Subventionen, von mehr Robotikeinsatz beispielsweise, von kürzeren Lebenszeiten und kürzeren Wartungsintervallen auch der Fahrzeuge und natürlich deswegen betriebswirtschaftlich sehr wohl gesagt haben, ja, dem Elektrofahrzeug gehört die Zukunft und ich mache Ihnen auch gar keinen Vorwurf. Ich mache übrigens AfDler, auch Ihrem Nachbarn keinen Vorwurf, der vielleicht gesagt hat, Mensch, ich habe damals ja 6.000 Euro ganz einfach einstreichen können, natürlich habe ich mir dann ein Batterieauto geholt. Diesen Leuten mache ich keinen Vorwurf. Wenn ich einen Vorwurf mache, das ist der Regierung in Berlin und unserer Landesregierung in München und natürlich der Europäischen Kommission in Brüssel, auf die eben kein Verlass mehr ist. Und das ist eine grundlegende deutsche Eigenschaft zu sagen, ja, die da oben, die werden sich schon um uns kümmern. Und meine Damen und Herren, wir sehen jetzt gerade, sie kümmern sich eben nicht. Dieser Zug, der Standort Deutschland insgesamt, unser Produktionsstandort in Ingolstadt genauso wie in ganz Bayern, wir hängen an der Verbrennertechnologie und wir müssen schauen, dass es eben nicht nur kurzfristige Entscheidungen sind von einer Greta Thunberg herbeigeführt, genauso wie jetzt gerade im Braunkohletagebau, sondern dass wir uns eben langfristig orientieren und sagen, jawohl, wir wollen unseren Standort schützen, wir sind stolz auf unsere Facharbeiter, wir sind stolz darauf, was wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und das Auto gehört dazu, meine Damen und Herren. Und Uli Henkel sagt, lass mehr Pausen. Alles gut. Wir sind diejenigen, die sich nie zu fein dafür waren, das eben anzusprechen in Zeiten, als jeder noch über uns gelacht hat. Aber wie gesagt, diese Zeiten werden bald vorbei sein. Es wird kälter, es wird teurer. Sie wissen, die Inflation schlägt uns jetzt schon ganz erheblich. Und wir sind ja groß geworden auch mit dem Euro-Thema. Und das Euro-Thema ist natürlich auch ein Thema, das es in Brüssel quasi täglich beschäftigt. Als eurokritische Partei sind wir aufgewachsen und das sollten wir nicht vergessen. Viele der Themen, die uns gerade umtreiben, Inflation, Energie, Mobilität, das sind eben Themen, die aus Brüssel heraus bestimmt werden und wo insgesamt, man kann gut sagen, 70-80% unserer Gesetze übrigens nicht mehr aus Berlin oder München kommen, sondern eben aus Brüssel. Das übrigens auch zum Fokus der Partei. Viele vergessen Brüssel. Also es ist schön, auch einmal erwähnt zu werden und zu sagen, hier kommt auch noch ein Abgeordneter aus Brüssel, irgendwie, ja wunderbar, ganz toll. Ja. Aber im Wesentlichen liegt dort der Fokus, auch wenn Sie abends Tagesthemen schauen auf Berlin und München. Ja, dieser Fokus ist völlig falsch gesetzt. Die Schweinereien in Brüssel müssen wir uns anschauen, meine Damen und Herren. Und das Doppelspiel, das zum Beispiel die CSU spielt und sagt, nein, wir haben da eine Vorgabe aus Brüssel, die müssen wir jetzt gerade umsetzen. Na, dass es die gleichen Kollegen waren aus derselben Partei, die genau dazu geführt haben, dass es eben ein Gesetz aus Brüssel gibt, das sagt keiner. Aber es gibt eine Partei, die tut es und das sind wir und deswegen müssen wir auch unseren Fokus stärker darauf lenken, auf dieses perfide Doppelspiel, wie es gerade insbesondere von der CSU, aber auch von anderen Parteien wie der SPD und den Grünen eben gespielt wird, meine Damen und Herren. Zwischenprost. Und es kam heute ja auch schon raus, auch gerade ging es bei mir am Tisch hier vorne um die Gespräche der Umverteilung aus Brüssel. Sie wissen, die alte Robin Hood-Mentalität, nimm es bei den Reichen und gib es den Armen, die schlägt auch dort voll durch.
Denn wir sind ja wirklich gelenkt von Leuten, die alles gut meinen, ja, aber dann, das ist schon fast faustianisch alles, die alles gut meinen und gut wollen, aber dann ganz furchtbar umsetzen. Und so ist es natürlich auch bei der Kohäsionspolitik zum Beispiel. Wir nehmen das Geld den Ländern, die sehr, sehr reich sind, noch sehr, sehr reich sind, wie zum Beispiel Deutschland. Übrigens, muss man auch dazu sagen, übrigens auch Frankreich, Holland, Belgien sind davon betroffen. Und geben es eben denjenigen, die gerade weniger haben, zum Beispiel Rumänien und Bulgarien. Dass da extrem viel Schindluder getrieben wird, das ist völlig klar. Aber die Frage ist doch auch, die Kohäsionspolitik besteht da schon einige Jahrzehnte. Hat sich diese Zielsetzung, die Leistungsfähigen, diejenigen, die sich im internationalen Wettbewerb durchgesetzt haben, zu schröpfen, ihnen ihre Gelder abzunehmen, ihren Wohlstand zu rauben, dahingehend zu eben auch zu exportieren, dass man sagt, diejenigen, die sich nicht durchgesetzt haben, die eben keine besondere Begabung hatten, die keine gute Ausbildung haben und so weiter, ist dorthin eben zu lenken, hat sich das nicht auch sonst schon durchgesetzt? Wir haben mittlerweile eine Staatsquote in Deutschland von über 52%. Das war niemals das Ziel. Helmut Kohl hat gesagt, eine Staatsquote über 50%, das ist Sozialismus. Und da sind wir jetzt gerade auch in Deutschland. Das heißt, diese Umverteilungsfantasie, die wir auf nationaler Ebene haben, ich nehme es den Deutschen weg, ich schiebe es runter nach Rumänien beispielsweise, die haben wir auch schon auf den unteren Ebenen. Und wenn Sie sich heute anschauen, Hartz IV, Bürgergeld und so weiter, auch Subventionspolitik, sind wir auch wieder beim Elektroauto beispielsweise, bei Solarzellen auf dem Dach und so weiter, der Staat gibt mir tatsächlich jetzt schon Anreize, das zu tun, was er von mir will, und das stattet er natürlich auch finanziell entsprechend aus. Meine Damen und Herren, wir sind hier auf dem besten Wege in die gesellschaftliche Unfreiheit. Und so sind wir nie groß geworden. Unser Gedanke, das war immer die Freiheit. Die soziale Marktwirtschaft beruht auf unternehmerischer Freiheit. Der Unternehmer soll die Freiheit haben, zu produzieren, was er möchte. Er soll dafür dann auch das entsprechende Risiko tragen müssen. Das ist selbstverständlich. Und von diesen Prinzipien, die uns zumindest groß gemacht haben, mit denen die Italiener und Franzosen vielleicht weniger am Hut haben, da verstehen die anderen wenig davon. Aber wir sind gerade dabei, die Hand, die Axt anzulegen an den Stamm, der uns groß gemacht hat. Und wir sind dabei mit unserem Zug, den wir nicht nur von Berlin aus lenken, sondern um das nochmal ganz klar zu sagen, aus Brüssel aus lenken, mit voller Fahrt an die Wand zu fahren, meine Damen und Herren. Und hier müssen wir uns entgegenstellen, auf allen Ebenen unserer Partei. Ich merke übrigens, Sie trinken zu wenig. Sie hören zwar sehr aufmerksam zu, was mich sehr, sehr freut, aber Sie trinken eindeutig zu wenig. Sehr gerne. Also Sie merken schon, das sind einige Probleme, die uns umtreiben, insbesondere der sogenannte Green Deal, die Transformation der Wirtschaft. Das ist also ein ganz großer Punkt in Brüssel. Wie mache ich den Unternehmern klar, dass die Vorgaben, die ich ihnen mache, die besseren Vorgaben sind? Dass also die Unfreiheit besser ist als die Freiheit? Denn eines ist ja lustig, obwohl der Staat die Vorgaben macht und die unternehmerische Freiheit einschränkt, das unternehmerische Risiko trägt er natürlich nicht bei der ganzen Geschichte. Insofern werden wir mal schauen, ob diese gesamte wirtschaftliche Transformation nicht am Ende dahin mündet, was wir schon bei der Solarzellproduktion in Deutschland gesehen haben, bei der Produktion von Windenergieanlagen, nämlich in ein Steuerfass ohne Boden, in eine Subventionspolitik, die zum Schluss nur an ein Land führt, nämlich Richtung China, weil am Schluss dann doch jeder merkt, dass es in China besser produziert oder günstiger produziert wird als bei uns hier zu Hause und irgendwann laufen auch die meisten Subventionen aus. Das sehen Sie ja jetzt gerade auch übrigens bei der Elektromobilität. Nächster Punkt, wir sehen massive Einbrüche bei den Verkäufen dieser entsprechenden Fahrzeuge, nicht nur, weil sie sich eben im Verkehr nicht bewährt haben oder im täglichen, im Alltag nicht bewährt haben, sondern auch, weil die Subventionen natürlich gekürzt worden sind. Also ganz einfache Verhaltensweisen, und wie gesagt, die werden momentan schon nicht wirklich respektiert. Meine Damen und Herren, eine Sache, auf die ich Sie noch hinweisen möchte in diesem Kontext, ist die folgende. Die wirtschaftliche Freiheit, auf die unsere Gesellschaft gefußt hat seit den 50er Jahren, das ist letztendlich auch die Basis, die unsere gesellschaftliche Freiheit darstellt. Die wirtschaftliche Freiheit ist die Grundlage unserer gesellschaftlichen Freiheit und ich muss Sie nicht an die Corona-Zeit erinnern. Da sehen Sie auch schon, wo die Reise hingeht. Und auch dort in Brüssel haben wir weitere Vorgaben. Was denken Sie denn ernsthaft? Wir haben eine Mehrheit, wir können sagen von 75% von Linken ungefähr im Europäischen Parlament, 75%, wenn ich den einen oder anderen CDU-CSU-Kollegen mit dazu rechne. Wie sehr die liebäugeln mit Ideen wie zum Beispiel aus China mit dem Sozialkreditsystem.
wie sehr die damit liebäugeln, sie auch noch dafür zu gängeln oder entsprechend auf die Schulter zu klopfen, dass sie nicht bei Rot über die Ampel gehen. Und auch dort schwand mir Übles, denn wenn ich sehe, wie bisher vorgegangen worden ist, wie bisher eben der Staat in seiner mütterlichen Art gesagt hat, ich weiß es besser als du, du bist vielleicht zur Schule gegangen, du hast vielleicht Abitur, wir haben irgendwann mal gedacht, wir erziehen dich zur Freiheit, aber im Grunde weiß ich es besser als du und ich will dich erziehen. Ich will dir sagen, wie dein Weg laufen soll in Richtung der Arbeit, aber auch in Richtung dessen, was du sagen und denken und am Schluss ja auch denken sollst, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich die Situation gerade an. Wir sind in einer Zeit vor der Aufklärung. Wir sind auf dem besten Weg zurück ins Mittelalter. Und nun schließt sich aus der Kreis. Nun schließt sich doch auch der Kreis. Wir gehen zurück ins Mittelalter, zumindest was den absoluten Anspruch des Staates angeht, was die Freiheit des Einzelnen angeht. Und wir sehen es auch in den Mechanismen. Es wird zwar keiner von uns da draußen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, aber auf dem verbalen Scheiterhaufen, auf dem Scheiterhaufen der sozialen Medien, da waren wir alle schon mal, meine Damen und Herren. Insofern, die ersten Hexenverbrennungen werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Können Sie nochmal klatschen? Ich muss nochmal trinken. Die wirtschaftliche Freiheit wird also eingeschränkt. Die gesellschaftliche Freiheit wurde schon eingeschränkt und wird sicherlich noch weiter eingeschränkt werden. Wo das Ganze noch hinführt, weiß ich auch nicht genau. Was ich hingegen weiß, ist, dass es ein Weg ist, den ich nicht zu gehen bereit bin und den Sie auch nicht zu gehen bereit sind, denn sonst wären Sie heute Abend nicht hier. Und das freut mich ganz besonders, also auch hier noch in die große Runde schauen zu können, dass wir noch so viele sind. Meine Damen und Herren, eins ist klar. Die CDU, CSU, die SPD, die Grünen, die Liberalen, ehemals Liberalen, die FDP, die haben viel versprochen, die haben auch diese Probleme gesehen. Und es wird dann immer gesagt, ja, ist das Zufall, was hier gerade passiert? Ist das denn Zufall, dass wir gerade in eine Phase der Deindustrialisierung laufen, in eine Phase der Rezession? Ist dann die Inflation Zufall? Und dann kann man, die Regierung ist ja unqualifiziert, ja, da sind ja viele dabei, ohne Abschlüsse und so weiter, ohne Berufserfahrung etc. etc. Naja, wenn viele Idioten was machen, dann treffen sie irgendwann einmal zufällig eine richtige Entscheidung. Das ist hier aber nicht der Fall. Da muss ich nicht die letzte Regierung Merkel anschauen und sagen, das geht darauf zurück, das geht wahrscheinlich schon weit vorher zurück. Hier steckt ein Plan dahinter, denn irgendwann hätten Idioten mal was richtig gemacht. Hier wird aber nichts richtig gemacht. Hier wird planvoll ein Staat abgewickelt momentan, meine Damen und Herren. Ein Staat, und sehr, sehr bald werden Sie auch sehen, dass es in Ihre Privatvermögen geht. Sie haben es jetzt vielleicht schon gesehen mit Ihrer Grundsteuer und so weiter, was dann neu angeschafft werden soll, beziehungsweise wie das Ganze neu begutachtet werden soll, was Sie denn eigentlich so zu Hause haben. Und auch diese Pläne liegen natürlich in den Schubladen der Kommission schon seit einigen Jahren, wo es nicht darum geht, wie viel Immobilieneigentum hat er denn, sondern wie viel Gold hat er denn zu Hause? Haben Sie vielleicht Bargeld daheim? Bargeld, großes Problem in Brüssel. Auch da weiß es der Staat besser. Ja, Sie kennen vielleicht die Scheiße-Lolli-Theorie, nenne ich sie immer. Ich weiß nicht, wie ich sie heute Abend günstig darstellen soll. Wir haben ja die Kamera da und das Mikrofon. Ich sage es Ihnen trotzdem einmal. Also Sie haben einen Lolli, da ist außenrum ist Schokolade, aber innen drin ist er mit Scheiße gefüllt. So, und das ist das typische Vorgehen der Europäischen Kommission. Auch beim Bargeld beispielsweise. Und das heißt, wir haben so viel organisierte Kriminalität und die wickeln zum Beispiel ihre Rauschgiftgeschäfte mit Bargeld ab. Deswegen müssen wir selbstverständlich den Bargeldfluss eindämmen und müssen hergehen und müssen das Ganze transparenter machen. Na, ist doch eine tolle Idee, da kann ich mich schlecht dagegen wehren, denn ich habe ja ein Problem mit organisierter Kriminalität. Ich mag keine Drogengeschäfte. Ähnliche Vorgehensweisen haben Sie zum Beispiel jetzt gerade beim Screening von sozialen Medien. Da wird Ihnen dann verkauft, ja, es geht eigentlich um Kinderpornografie. Naja, das ist alles schön und recht, aber wenn ich dann mich mit meiner Zunge mehr und mehr diesem Kern dieses Lollis annähere, dann merke ich, Moment einmal, darum geht es ja gar nicht, ist ja gar keine Schokolade, ist zwar Schokolade außenrum, Kinderpornografie, organisierte Kriminalität, aber innen drin steht dann doch immer dieselbe Scheiße. Es geht eben dann doch darum, uns unsere Freiheit auch beim Bargeldverkehr zu nehmen, uns kontrollierbar zu machen, unsere Aussagen kontrollierbar zu machen in den sozialen Medien. Und dann merken Sie auch, dass von allem, was Sie auch in der Verfassung lesen, Meinungsfreiheit und so weiter, nicht mehr viel übrig bleibt. Und der Kern all dessen steckt in den Schubladen eben nicht einer kleinen Idiotenbande, sondern einer Bande, die sehr, sehr genau weiß, worauf sie es abgesehen hat, nämlich auf unsere Gesellschaften. Es geht nicht um die wirtschaftliche Transformation im Zuge von Fit for 55 oder dem Green Deal. Es geht am Schluss um die gesellschaftliche Transformation.
Und diese gesellschaftliche Transformation, die führt uns in eine Ecke, und man kann es gar nicht laut sagen, aber das ist natürlich totalitär in seinen Ansätzen. Wir haben totalitäre Ansätze schon heute, wir haben autoritäre Ansätze in unseren Regierungen sitzen, und Sie sehen doch die Klüngelei der entsprechenden Regierungsmitglieder und so weiter, die hängen eben doch zusammen. Und wenn Sie sich jetzt gerade anschauen, wer da unsere Meinung vertreten soll, welche Kollegen von mir zum Beispiel von der linken Seite, und Sie sehen, wir haben mittlerweile 60 Abgeordnete der ehemaligen Arbeiterpartei Yen, es ist ja nicht nur die SPD, aber eben der entsprechenden Linken, auf die sich die Ermittlungen der Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf nunmehr stützen im Zuge des Katar-Skandals, dann frage ich mich schon, wie weit dieser Sumpf in Brüssel denn überhaupt noch reicht. Meine Damen und Herren, so wie wir heute hier sitzen, zum Jahresanfang hier in Fürstenfeldbruck, es gibt eine Partei, die im Zuge all dieser Sümpfe, im Zuge all dieser Skandale, im Zuge all dieser Umtriebe immer die Wahrheit gesagt hat, deren Mitglieder sich niemals dafür zu fein waren, sich anfeinden zu lassen, sondern die sich hinsetzen, hinstellen in den Wahlkampfständen, in den Innenstädten und sagen, okay, der Stand ist wieder umgeworfen worden, nächsten Samstag stehe ich wieder hier. Es gibt unsere Mitglieder in den Parlamenten, die sagen, ich werde angefeindet, meine Autoreifen werden mir zerstochen, nächste Woche halte ich wieder eine freie Rede. Diese Partei, das ist nichts anderes als die unsrige, das ist die AfD. Wir sind die letzte Partei, die noch verstanden hat, dass Freiheit das fundamentale Baumaterial unserer Gesellschaft ist, meine Damen und Herren. Freiheit ist nicht alles und hat seine Grenzen, aber ohne Freiheit ist doch alles nichts bei uns. Und dessen müssen wir uns gewahr werden. Meine Damen und Herren, bei allen Aufgaben, die nunmehr vor uns stehen, wünsche ich uns allen ab heute fürs nächste Jahr sehr, sehr viel Erfolg. Es hat mich sehr gefreut, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank, schönen Abend noch und einen guten Verlauf. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Also die 2,5 Stunden, die du mir gegeben hast, die waren es jetzt nicht, ne? Na gut. Eine Sache habe ich noch vergessen, gerade nachgeschlagen auf Google nochmal extra, Florian Jäger, herzlichen Glückwunsch, nachträglich zum Geburtstag, gestern 52 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch.